So, hallo, wir machen weiter. Beim Mario Maker 2. Folgendes ist passiert. Einmal hat Counter mir ein Level geschickt und geschrieben, spiel das Level. Und einmal hat Sonne mich angeschrieben. Wo ist denn das jetzt hin? Sonne hat mich angeschrieben. Ich werde aus ihrer Nachricht noch nicht schlau, denn sie schreibt einfach nur, bin ich dumm? Fragezeichen. Und dann kommt ein Levelcode. Wir fangen jetzt einfach mal damit an. Ich weiß nicht, was Counter mir geschickt hat. Ich könnte mir denken, dass seine Sache etwas länger dauert als das von Sonne. Aber wir gucken mal, was hier passiert. T6N RGRD9G. Und sie hat, wie gesagt, nur dazu geschrieben, bin ich dumm? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Also du bist nicht dumm, das weiß ich. Ich weiß noch nicht, was du mir erzählen willst. Wahrscheinlich. Vielleicht kriegt sie es nicht hin oder keine Ahnung. Also von der Quote her sollte es ja machbar sein. Sein Rätsellevel. Mal gucken, ob ich auch dumm bin. Wir werden sehen, ob wir dumm sind. So. Löse mindestens 3 P-Schalter aus und erreiche das Ziel. Okay. ganz, ganz ruhig hier. Also hier kann ich erstmal nichts machen. Okay. So. Ach Gott, nicht so eine... Wait. Löse mindestens 3 aus. Ach so. Die gehen wahrscheinlich alle nicht. Die drehen sich jetzt rum. Aber ich kann keinen hiervon auslösen. Okay, die sind alle fake oder was? Die sind wahrscheinlich nur dafür da, um Licht zu spenden. Okay. Dann ist hier eine Tür, dann gehen wir erstmal durch diese Tür. Achso, da komme ich gar nicht ran. Die sehe ich jetzt zwar, aber okay, hier komme ich nicht weiter. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwas, was man erstmal angucken kann. Durch die Tür können wir noch nicht. Durch die Röhre können wir wahrscheinlich durch. Kommt da einfach das Ziel, was jetzt noch nicht... Ah ja, was noch nicht ausgelöst ist, weil wir die Schalter noch nicht haben. Okay. Gut, soweit. Das heißt, das Rätsel findet im Haus statt. Ja, damit können wir erstmal arbeiten. Gehen wir halt die Türen durch. Das ist alles hier dicht, ja? Okay. Das ist alles nur dafür da, dass es Licht... Das sind nicht die Schalter, um die es geht praktisch. Wenn ich jetzt hier allerdings eine Bombe reinbringen könnte, könnte ich hier was sprengen. Aber dann hätte ich meine 3 Schalter schon. Das wäre zu einfach. Und das ist jetzt die letzte Tür. Also wenn wir jetzt hier nichts finden, haben wir ein Problem. Da ist ein Schlüssel. Dann haben wir schon mal den Schlüssel für die Tür hier unten. Jo! Oh, no. Und da sterben wir erstmal. Nice. Okay. Checkpoint kann es nicht geben, da es eine Clear Condition hat. Also. Huch. Also Schlüssel holen und dann auf den Mancher aufpassen. Schlüssel holen und auf den Mancher aufpassen. Das sind wieder so Blöcke, auf die ich stampfen kann. Was ich aber diesmal nicht will. Ach, wait. Das sind die 3 Schalter. Ja, wow. Dann ist die einzige logische Erklärung, Sonne hat den Schlüssel nicht gefunden. Oh, lol, jetzt ist natürlich das ganze Haus kaputt wegen dem P-Switch. Ah ja, das ist... Das war das. Also einfach ab und zu mal Stampfattacken auf Blöcke machen, dann läuft die Geschichte. Okay, ihr werdet mich jetzt gleich wieder hauen. Aber bei so einer knappen Zeit gönne ich mir mal ganz kurz den Weltrekord. So. So viel Zeit muss... Oh. Ach Mann, so viel Zeit muss jetzt sein. Sorry, das geht ganz fix. Das geht ganz fix. Das Problem ist, hier hinten den richtigen Moment zu erwischen. Ich glaube, da kann man sogar den Wandsprung ansetzen.
So, Abflug. So. Jetzt nicht am Manche sterben. Und den noch. Nice. Also viel schneller kann man die auch nicht auslösen. Jetzt hier nicht hängen bleiben. Nice. Sehr schön. Schöne Zeit. Das ist eine schöne Zeit. Ist noch locker, locker von guten Spielern schlagbar. Gar keine Frage. Aber ist erstmal eine ordentliche Zeit. Na, wenn man sich das anguckt, vorhin waren es 28 Sekunden. Ein bisschen kann man da ja mal, ne? So. Aber gut, das war das. Ich geh einfach davon aus, dass du nicht den Schlüssel gefunden hast, Sonne. Deswegen bist du nicht dumm. Du hast halt den Schlüssel nicht gefunden. So. Und dann schreibt Counter, spiel das Level. HYT. HYT. 53X. XGG. Apache Labs Escape Portal. Oh, okay. Das ist dann ein cooles Level, weil bei der Clear Weight wird es nicht schwierig. Musik steht dabei. Sehr schön. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Ich bin sehr gespannt. Entschuldigung. Da sind die Portale. Ah, das ist jetzt wie die Testkammern sozusagen. Hier ist Testkammer. Ah, wait. Das ist ja blau. Also kann ich da durchfallen? Okay, verstanden. Und jetzt ist das hier auch wieder blau. Und jetzt komme ich da oben raus. Also da rechts. Links meine ich. Muss ich da selber hinlaufen? Ah ja. Okay. Also da hat so ein bisschen mit dem Boden da hantiert. So, jetzt kann ich praktisch, wenn ich hier reingehe, würde ich aber einfach... Achso, das ist hier dicht. Das heißt, da kann ich einfach rein. Und dann komme ich da drüben raus. Und jetzt kann ich hier rein und komme da oben raus. Wow. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Man sieht halt nicht, was da drüben ist, aber da war wahrscheinlich irgendwie ein Dings. So, und jetzt kann ich hier oben durch und komme dann wieder hier raus und kann den auslösen und kann durch die Tür. Testkammer 2. Jetzt muss ich warten. Zack. Okay. Das heißt, das ist so ein bisschen mit den Screen-Grenzen hat er hier gespielt. Ich kann hier rum und jetzt kann ich da oben raus, nicht da runterfallen. Das wäre nicht so gut. So, jetzt nehme ich den P-Switch, den Pow. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn eigentlich hier hinsetzen. Komme ich dann damit jetzt nicht da hoch? Genau, komme ich jetzt da hoch, dann kann es da oben durch. Und kann jetzt hier in die Röhre. Okay. Wahrscheinlich kommt am Ende dann einfach das typische Portal-Lied. Ich habe den Namen vergessen. Schande über mich. Ach, da ist mein Portal. Ich habe es gesehen. So, und jetzt kann ich wahrscheinlich in die Röhre hier rein. Alles andere wäre nicht möglich. Und jetzt komme ich zu meinem Checkpoint. Cool. Ah, Still Alive natürlich. Okay, das ist GLaDOS. Oder sowas in der Richtung. So, wir besiegen jetzt praktisch. Wir gehen einfach immer hin und her. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Zack, da ist der Schlüssel. Jetzt gehen wir wieder zurück. So. Ja, und jetzt kommt Still Alive wahrscheinlich. Na klar. Also, naja, da stand One, aber es hat jetzt nicht so gut gepasst. Und das Problem ist, dass
Okay, ich wollte gerade schon sagen. Das Problem ist mit dem One. Gerade hier in SMB3 verhaut man sich dann die Musik ja komplett, weil dieses die ganze Zeit der P-Sound vom P-Speed, ne, der läuft die ganze Zeit mit. Damit war der Musikteil jetzt nicht so schön. Aber das war eine ganz nette Idee, über diese Screen-Grenzen zu arbeiten. Okay, das war das. Gucken wir mal kurz, was sich hier getan hat. Ah, ich sehe schon, die nächsten Carefree Conditions sind auf jeden Fall da. Clear Conditions. 1.3. 1. Oh, Cardboard hat auch schon wieder was Neues hochgeladen. Stimmt, wir wollten ja mehr Level von Cardboard angucken. Ah, ja. Da ist 1.2 und da ist 1.3. Und dann hat noch Devori neues Level gebaut. Okay. Dann. Oh, was fangen wir mal hiermit an? Grab the 9 10 Coins. Okay, 3,58%. Das wird jetzt erstmal wieder wahrscheinlich recht schwierig werden. Schauen wir mal. Ich sehe nichts. Ich hasse das, wenn am Anfang von der Clear Condition einfach der Bildschirm nicht erkennbar ist. Aber jetzt habe ich gesehen, wo ich hin muss. Wait, so, oder? Ja. Und dann einmal so. Und einmal so. Das Problem ist halt, jetzt wirklich spontan zu wissen, was ich tun muss. Deswegen wird man halt normalerweise die ersten Male sterben. Oh, okay. Okay, alles klar. Die kriegen wir auch. Da einfach ein Wandsprung. Weitsprung. Fängt auch mit W an. Ich meine, er lotst einen ja schon, aber man weiß es halt trotzdem nicht sofort. Deswegen kann es schon... Oh Gott. Die Dinger sind... Die Dinger sind, scary. Also es ist mit den Pfeilen ist es sehr angenehm gebaut. Man kommt schon ganz gut durch. Also es ist jetzt nicht so, dass man komplett unerwartetes Zeug entgegengesetzt bekommt. Umso weniger möchte ich jetzt sterben. Jetzt haben wir es eigentlich gleich. Sind nur noch zwei. Da sind sie auch schon. Ja, nice. Ah, sehr schön. Das hat ja gut funktioniert. Das hat ja gut funktioniert. Nehmen wir eigentlich auf. Ich habe eigentlich eine Testaufnahme gemacht. Warum sollten wir nicht aufnehmen? Wir nehmen auf. Okay. Gut. So. Boah, aber in 55 Sekunden hier durch. Ich habe jetzt... Habe ich irgendwo richtig viel Zeit liegen lassen? Habe ich irgendwo richtig viel Zeit liegen lassen? Ich weiß es gar nicht. Aber das sind ja... 20 Sekunden. Fast. Das ist schon ordentlich. Wo habe ich denn da jetzt so viel Zeit liegen lassen? Ich habe ein paar Mal überlegen müssen, weil ich halt den Weg nicht kannte. Aber hui. Kill all 20 Piranha Creepers. Uff. Okay. Gucken wir mal. Was wir da machen. Das heißt, jetzt muss ich die killen. Reicht das mit einem? Ja. Das reicht jeweils mit einem Sprung. Gut. Da muss ich durchrutschen. Das reicht auch. Ich hatte ein bisschen... Ah, Mist. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass ich da jetzt in ihr drin sterbe. Wie das eine Mal. In dem einen Level. Das war smart. Schön in die Lücke gelandet. In der Lücke gelandet. So. Zack. So, stirb. Jetzt hier rüber. Ah, nein! Aber es ist noch rettbar. Okay, zack. Wow. Okay, die geht drauf. Hä? Was habe ich jetzt... Hä?
Ich hab die voll erwischt. Was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? What the heck ist passiert? So, jetzt haben wir gleich nochmal die Situation. Hä? Alter. Was mache ich denn bei dem Weitsprung? Muss ich die ein bisschen weiter vorne erwischen? Erwische ich die zu weit in der Mitte und da ist schon die Hitbox dann tot? Oder was? Huch. Jetzt hat's... keine Ahnung. Das war ja wild. Jetzt will ich aber den Rest auch schaffen, weil ich möchte das nicht nochmal machen müssen. Kitty stirbt so. Die stirbt so. Da rutsche ich wieder durch. Da muss ich zweimal drauf. Oh, das war super knapp. Oh, hatte ich gerade Angst. Habe ich die mitgenommen? Ja, und jetzt die drei hier noch. Oh, nice, wir haben es. Yes. Nichts Schwieriges mehr, einfach nur noch zum Ziel. Oh, Halleluja. Halleluja. Okay, gut. Bis auf den einen Sprung war es eigentlich schön. Den einen Sprung habe ich nicht verstanden, was ich da falsch gemacht habe. Aber hey. So. Ich kann nicht allzu lange Videos machen. Ich, ihr wisst Bescheid. Ich bin mit Aufnehmen ein bisschen immer im Dings drin. Deswegen beenden wir einfach nach 17 Minuten. Warum nicht? Wir haben genug gesehen. Wir haben einige Level gespielt. Ich finde, das ist okay. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal dann das Level von Devori hier. Und wir gucken mal, was wir von Cardboard noch spielen können. Tschüss!